Wenn wir nun Daten haben, dann wollen wir die vielleicht nicht nur plotten, sondern auch eine Regression durchlegen. Das ist jetzt tatsächlich sehr ähnlich, wie man es von Excel vielleicht auch kennt. Und natürlich hat man noch sehr viel mehr Möglichkeit zu fitten. Das soll auch hier nur zeigen, wie das hier zum Beispiel geht. Zuerst importiere ich hier wieder ein paar Sachen. Hier brauchen wir von SciPy Stats. Das sollte mit installiert sein und kein Problem sein. Das hatte ich hier schon vorbereitet, dass hier eine Datenbank oder ein kleiner Datensatz eingelesen wird mit Eisenisotopendaten und auch für manche der Eisenisotopendaten gibt es Fehler. Und jetzt wollen wir diese lineare Regression machen. Dazu schauen wir jetzt oder holen wir uns erstmal kurz die Kategoriennamen mit Columns und To List und machen einfach mal einen kleinen Plot, um mal anzuschauen, wie das aussieht. Also wirklich sehr simpel, nur ein Scatterplot. Und von dem Data Frame nehmen wir dann einfach, dann kann es tatsächlich hier dann Copy-Paste rausmachen, was ganz praktisch ist. 56, 54 und dann kann ich auch das, wird ja immer fauler, 57 und dann hat man hier einmal die Daten dargestellt. Jetzt gibt es eine Sache, bevor ich zu dieser linearen Regression kommen, die man kennen, die sehr nützlich ist. Und das ist folgendes. Wenn wir jetzt eine Liste haben, in der nur Zahlen drin sind, sagen wir 1, 2, 3, 4 oder sowas. Und jetzt möchte ich diese vier Zahlen in Variablen schreiben. Dann könnte ich jetzt hinschreiben, ich gebe ich dir, mache ich das hier Liste, dann könnte ich hinschreiben, a ist gleich Liste 0. Wenn ich dann a angucke, dann ist a 1. Dann hat diesen Wert bekommen. Das ist natürlich relativ mühselig, wenn ich das jetzt für A, B, C, D oder sowas mache. Deshalb kann man auch hier einfach hinschreiben A, B, C, D. Dann ist jetzt A1, B2, C3, D4 und so weiter. Ich schreibe mal vielleicht andere Zahlen hin, damit es ein bisschen offensichtlicher wird. Und hier vorne auch eine andere. So führt es aus. Sieht man natürlich erstmal, wenn ich jetzt aber A anschaue, ist A2. Und C müsste jetzt das dritte Element ist 3. Also C ist 3 und D entsprechend das letzte hier 7. So ähnlich funktioniert es auch, wenn wir das mit den Subplots machen, mit Figure und dann die Axis ist gleich Subplots. Dann wird im Grunde nichts, oder sein, da wird nichts anderes gemacht als genau das. In diesem Objekt hier stecken auch zwei Sachen drin, die einmal der Figure und einmal diese Axis hier zugeordnet werden. Also daher kommt das mit diesem Komma. Das ist sehr praktisch. Und das brauchen wir jetzt gleich, um diese lineare Regression ein bisschen geschickter zu verwenden. Der Befehl für die lineare Regression ist jetzt einfach lin für linear und dann regress. Und jetzt haben wir das aus diesem Paket stats. Entsprechend muss dann auch stats wie hier vorne stehen, wie bei NumPy, Plot und so weiter. Und hier hinten machen wir tatsächlich nichts anderes, als genau das hier reinzuschreiben, also einmal die X-Werte und dann die Y-Werte. Also schreibe ich das hier rein. Jetzt muss man aufpassen, hier dürfen tatsächlich keine Nuller oder Leerstellen drin sein, sonst gibt es einen Fehler. Also wenn man eine Datenbank hat, wo Nuller oder Leerstellen drin sein, dann muss man die davor erstmal entsprechend korrigieren oder mit Drop in A oder sowas diese Zeilen einfach dafür löschen. Dann führe ich das Ganze mal aus und dann bekomme ich das Ergebnis. Also ich bekomme einen Slope, ein Intercept, also ist ja klar, dass die Steigung und das der Schnittpunkt mit der Y-Achse. Dann gibt es ein R-Value, das ist wie gut. Die Regression ist ein P-Value und das ist auch wie zuverlässig das ist und noch ein Standardfehler auf der Steigung beziehungsweise auf diesen Parametern Steigung und Intercept. Und diese, was hier hinten drin sind, das ist im Grunde auch, das sind auch die Werte aus einer Liste. Und das heißt, ich kann die auch genauso rausholen, wie ich das eben gemacht habe mit dieser Liste, mit diesen 1, 2, 3, 4. Kann ich jetzt hingehen und ich kann erstmal gucken, wie viel ist denn das überhaupt? Also ich könnte mal die Länge davon angucken, also die Length. Und das sind 5, das heißt, das sind 5 Parameter drin, also müsste ich 5 Parameter davor schreiben, also das wie A, B, C. A, B, C, D, E. Das wären 5. Und wenn ich mir dann davon C angucke, dann bekomme ich den Wert. Jetzt sagt mir C nicht besonders viel. Da könnte ich einfach einen kleinen Trick machen.
gucke mir das hier nochmal an, kopiere das hier von hier mal raus und schreibe das nach hier unten. Also hinten ist der Standardfehler, dann mache ich das hier einfach weg bis zum P-Value, dann das hier weg, das hier weg und dann habe ich diese fünf Parameter, die ich im Grunde genommen brauche und die kopiere ich mir jetzt hier davor. Ups. Die kopiere ich jetzt hier davor und fertig. Wenn ich jetzt den Intercept mir anschauen will, tippe ich das einfach ein und bekomme hier den Intercept dafür. Und jetzt habe ich die Regression gemacht, dieser Daten hier und habe diese ganzen Werte. Und damit kann ich jetzt die Regression zeichnen. Und das mache ich dann im nächsten hier. Und das geht ja, jetzt gucke ich mir mal an, von wo bis wo die x-Werte gehen. Ich brauche ja, um eine Funktion zu plotten, die x-Werte von vielleicht minus 0,8 bis 0,4. Das heißt, ich mache für x ist gleich NumPy ein Linear Space von minus 0,8 bis 0,4. Und ich nenne es jetzt mal, weil x und y schnell für was anderes verwendet werden, x der Regression und dann das y der Regression ist gleich und jetzt habe ich eine Slope mal x der Regression plus den Intercept. Und dann plotte ich das Ganze. Das ist jetzt die Funktion. Ich plotte jetzt die x-Werte, x von der Regression gegen die y der Regression. Und hier steht Slow, das hat nichts. NP, habe ich das nicht? Oh, habe ich vergessen oben? Okay. Import NumPy SNP. So, jetzt sollte es gehen. Und dann bekomme ich hier diese Regression. Jetzt nehme ich das hier und kopiere das hier mit dazu. Und dann habe ich hier beides. Wunderbar. Jetzt will ich das hier noch ein ganz klein bisschen schicker machen und dabei auch eine Sache noch zeigen. Jetzt gebe ich denen mal andere Farben. Dem diesem Plot hier gebe ich jetzt die Farbe einfach nur, und das mache ich dashed. Dafür kann ich so einen Doppelstrich, dann ist es dashed. Und dann mache ich color ist gleich gray. So, und dann ist es grau. Und jetzt, wenn man genau hinguckt, ich mache es mal größer, liegt jetzt dieses Graue, wenn ich es weiß mache, wird es noch deutlicher, liegt jetzt auf den Punkten drauf. Und das will ich natürlich eigentlich nicht, das soll dahinter liegen. Das ist der Gray. Und dafür gibt es was Geschicktes, das nennt sich Z-Border. Ist gleich, schreibe es mal hin, 1. Und bei dem Scatterplot Z-Border ist gleich 2. Dann mache ich das. Und jetzt ist das Graue, wie man sieht, dahinter. Ich mache das mal vielleicht eine, ich mache es einfach ein bisschen dicker. Line Width ist gleich 2. Dann sieht man es ein bisschen deutlicher. Das liegt jetzt hinter den Punkten. Wenn ich da jetzt hier eine 10 eingebe, 10 ist größer als 2, dann wird das die Ordnung, wie das hier geplottet wird, praktisch. Zuerst werden jetzt der Scatter, die Punkte geplottet und dann wird die Linie hier geplottet. So führe ich das aus. Jetzt liegt die Linie oben drauf. Will ich sie wieder unten haben, mache ich jetzt zwischen 1, dann wird die zuerst geplottet, danach die Punkte, liegt sie drunter. Also sehr praktisch. Aber primär sollte es hier natürlich um die Linear Regression gehen. Also auf diese Art und Weise kann man hier sehr schnell und einfach eine lineare Regression durch Daten durchlegen.